Abschnitt 14, Konversation. Hören Sie zu. Sind Sie Ausländer? Ja, ich bin Italiener. Reisen Sie zum ersten Mal nach Deutschland? Nein, ich war früher schon mal in Deutschland. Wann waren Sie zum ersten Mal in Deutschland? Im Sommer vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal in Deutschland. Wiederholen Sie bitte. Sind Sie Ausländer? Ja, ich bin Italiener. Reisen Sie zum ersten Mal nach Deutschland? Nein, ich war früher schon mal in Deutschland. Wann waren Sie zum ersten Mal in Deutschland? Im Sommer vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal in Deutschland. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Sind Sie Ausländer? Ja, ich bin Italiener. Reisen Sie zum ersten Mal nach Deutschland? Nein, ich war früher schon mal in Deutschland. Wann waren Sie zum ersten Mal in Deutschland? Im Sommer vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal in Deutschland. Hören Sie zu. Sind Sie Ausländerin? Ja, ich bin Italienerin. Waren Sie schon mal in Garmisch? Ja, ich habe hier schon mal Urlaub gemacht. Ist das Ihr Hotel? Nein, das ist nicht mein Hotel. Wo ist Ihrs? Meins ist hinter dem großen Wohnhaus. Wiederholen Sie bitte. Sind Sie Ausländerin? Ja, ich bin Italienerin. Waren Sie schon mal in Garmisch? Ja, ich habe hier schon mal Urlaub gemacht. Ist das Ihr Hotel? Nein, das ist nicht mein Hotel. Wo ist Ihrs? Meins ist hinter dem großen Wohnhaus. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Sind Sie Ausländerin? Ja, ich bin Italienerin. Waren Sie schon mal in Garmisch? Ja, ich habe hier schon mal Urlaub gemacht. Ist das Ihr Hotel? Nein, das ist nicht mein Hotel. Wo ist Ihrs? Meins ist hinter dem großen Wohnhaus. Hören Sie zu. Wem gehören diese Koffer? Das sind meine. Und wo sind unsere? Ihre? Die habe ich nicht gesehen. Fehlt Gepäck? Vielleicht ist es im Bus. Wiederholen Sie bitte. Wem gehören diese Koffer?
Das sind meine. Und wo sind unsere? Ihre? Die habe ich nicht gesehen. Fehlt Gepäck? Vielleicht ist es im Bus. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Wem gehören diese Koffer? Das sind meine. Und wo sind unsere? Ihre? Die habe ich nicht gesehen. Fehlt Gepäck? Vielleicht ist es im Bus. Hören Sie zu. Wem gehört dieses Kleid? Das ist meins. Ist das dein neues Kleid? Ja, das ist mein neues Kleid. Hör mal, ein neues Kleid in diesem Zustand. Ach, ist doch nicht schlimm. Wem gehören die neuen Platten hier auf dem Fußboden? Mir nicht, die gehören Claudia. Wiederholen Sie bitte. Wem gehört dieses Kleid? Das ist meins. Ist das dein neues Kleid? Ja, das ist mein neues Kleid. Hör mal, ein neues Kleid in diesem Zustand. Ach, ist doch nicht schlimm. Wem gehören die neuen Platten hier auf dem Fußboden? Für ein paar Tage geliehen. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Wem gehören diese Platten? Klaus? Ja, das sind seine. Und die Zeitschriften gehören ihm auch? Ja, das sind auch seine. Hat er dir die geliehen? Ja, die hat er mir für ein paar Tage geliehen. Lebendiges Deutsch. Hören Sie zu. Wo ist denn mein Koffer? Ich sehe ihn nicht. Halt doch, da ist er ja. Du, das ist nicht deiner, das ist meiner. Was? Du hast recht. Wo ist denn Klaus? Hier ist sein Koffer. Vielleicht hat er meinen. Wiederholen Sie bitte. Wo ist denn mein Koffer? Ich sehe ihn nicht. Halt doch, da ist er ja. Du, das ist nicht deiner, das ist meiner. Was? Du hast recht. Wo ist denn Klaus? Hier ist sein Koffer. Vielleicht hat er meinen. Hören Sie zu. Guten Tag, mein Name ist Schulz. Ich habe für den Zug nach Garmisch zwei Plätze reserviert. Einen für mich und einen für meine Frau. Sofort, Herr Schulz. Hier, bitte sehr. Nein, diese Reservierung ist nicht für mich. Ich schreibe mich mit Z. Dieser Name ist mit TZ geschrieben. Entschuldigen Sie, Herr Schulz, einen Augenblick. Ja, Sie haben recht. Hier ist noch eine Reservierung für Schulz mit Z. Tut mir leid. Macht nichts. Das kommt öfter vor. Wiederholen Sie bitte. Guten Tag, mein Name ist Schulz. Ich habe für den Zug nach Garmisch zwei Plätze reserviert.
Einen für mich und einen für meine Frau. Sofort, Herr Schulz. Hier, bitte sehr. Nein, diese Reservierung ist nicht für mich. Ich schreibe mich mit Z. Dieser Name ist mit TZ geschrieben. Entschuldigen Sie, Herr Schulz, einen Augenblick. Ja, Sie haben recht. Hier ist noch eine Reservierung für Schulz mit Z. Tut mir leid. Macht nichts. Das kommt öfter vor.